Sei herzlich gegrüßt hier in Anis Welt. In diesem Beitrag möchte ich euch von einem außergewöhnlichen und auch unheimlichen Dolmen berichten. Spannende Geschichten ranken sich um die Teufelssteine in Bischofsbrück. Bei meinem Besuch dort stellte ich allerdings keine unheimlichen Begegnungen fest. Die Teufelssteine befinden sich unmittelbar an der Dorfstraße von Fries aus Richtung Osten. Dieses Megalithengrab gehört zu einer großen Gruppe von Megalithengräbern, die bedauerlicherweise im 19. und 20. Jahrhundert abgetragen wurden. Dabei wurden, wie sehr häufig geschehen, diese Steine in Kirchen verbaut. Das geschah auch mit zwei Steinen des Grabes der Teufelssteine. Ein Stein wurde in der Peheimer Kirche verbaut und ein anderer in Leer am Hafen. Warum es unbedingt Steine von Megalithenanlagen sein mussten, die dort verbaut wurden, finde ich jedoch sehr rätselhaft. Wohl möglich liegt es an ihrer innewohnenden, starken Kraft. Trotzdem ist die Anlage nicht komplett zerstört worden. Die Grabkammer mit 2x6 Metern ist mit 8 Tragsteinen und 3 Decksteinen noch vollständig erhalten. Insgesamt umfasst diese Grabanlage 6x30 Meter, wobei die äußere Steinsetzung wie so oft fehlt. Bei meiner Recherche über diesen Dolm gibt es unterschiedliche Angaben zur Anzahl der Steine, aus denen sie besteht. Ich selbst zähle auch immer wieder nach und zähle mal mehr und mal weniger. Tatsächlich scheint es niemandem zu gelingen, die genaue Anzahl der Steine zu ermitteln. Das finde ich doch schon sehr merkwürdig. Wie erzählt wird, hat der Teufel unter diesen Steinen einen großen Schatz vergraben. Um den Schatz vor Grabräubern zu schützen, verwirrt er ihren Geist. Offenbar funktioniert das immer noch, denn der Schatz wird immer noch vom Gehörnten bewacht. Daher auch der Name Teufelssteine. Schatzräuber, die versucht haben, an den Schatz zu kommen, wurden mit einem großen und lauten Sausen und Brausen davon abgeschreckt, diesen Schatz ausfindig zu machen. Unheimlich. Auf einem der Steine wurde im 20. Jahrhundert eine Runenschrift angebracht. Dort steht Anno Santo. Warum gerade diese Worte? Anno Santo bedeutet Jubeljahr, was bei der römisch-katholischen Kirche bedeutet, dass den Gläubigen bei der Erfüllung bestimmter Bedingungen einen vollständigen Ablass gewährt wird. Allerdings existiert in der römischen katholischen Kirche ein Jubeljahr erst seit 1300 nach der jetzigen Zeitrechnung. Tatsächlich kommt das Jubeljahr, auch Hayabol genannt, aus dem Hebräischen und bedeutet Widder. Ob das etwas mit dem Gehörnten zu tun haben könnte? Im November 2016 rief der Papst Franziskus ein außerordentliches, heiliges Jahr der Barmherzigkeit aus. Was das letzte ausgesprochene Jubeljahr war? Laut einem hebräischen Gebot der Tora ist ein Jubeljahr alle 49 Jahre. In diesem Jahr sollten die Israeliten ihren untergebenen Volksangehörigen einen vollständigen Schuldenerlass gewähren, ihnen ihr Erbland zurückgeben und Schuldsklaverei aufheben. Nun aber wieder zurück zu den Teufelssteinen. Bemerkenswert finde ich die Größe der Decksteine. Der größte unter ihnen beträgt 3x3 Meter. Die innere Kammer ist sehr groß und einladend.
Rund um den Dolmen steht ein kleiner Wald aus Eichen und Birken, die offenbar nicht einfach gerade wachsen können, wie diese Bilder hier zeigen. Darum werden auch wohl einige Bäume in dieser Anlage gefällt. Falls ich dich mit diesem Beitrag neugierig gemacht haben sollte, achte auf einen Hund, der dort zwischen den Steinen herumstreunt. Er dient dem Gehörnten und bewacht den Schatz, den der Teufel dort vergraben hat, ebenfalls. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, teile ihn mit deinen Herzensmenschen. Lasse einen Daumen hoch da und kommentiere. Darüber freue ich mich. Bis zu meinem nächsten Beitrag. Deine Ani.